So, hi Leute und willkommen zurück zu The Witness. Und zwar jetzt sind wir wieder im Berg unten beim Schallplattenspieler. Ich will es einmal schaffen, ein einziges Mal. Aber bevor wir das jetzt weitermachen, habe ich noch eins entdeckt. Und zwar, wenn wir hier lang laufen, ist noch eine Tür, die haben wir noch gar nicht aufgemacht. Die will ich natürlich auch noch aufmachen, weil das ist nochmal eine Abkürzung. Hoffe ich doch. Nein, ich weiß, wo das ist. Das ist da, wo der Vorführraum ist. Und da geht eine Brücke rüber. Ich habe nie gewusst, wie man da hinkommt. Weil ich wollte immer von oben, da gibt es so ein, ja, so ein Loch im Boden oder wie auch immer, da kann man runtergucken in den Vorführraum. Und von oben gibt es da auch nochmal so Umgebungsrätsel. Da habe ich mich immer gefragt, weil von oben sieht man die Brücke. Wie kommt man da hin? Da müsste ich auch noch irgendwie hinkommen. Jetzt weiß es, ich habe das nie gecheckt. Okay. Sieht aber auch gar nicht so schwer aus. Was es auch nicht ist, was es doch ist. Moment. So. Nee. Er war doch richtig. Das war richtig. Ach nee, oben hatte ich ja drei. Okay. Scheiße. Ja, okay. Ist er dann aber trotzdem nicht schwer. Muss ich nur einen kleinen Bogen schlagen. Jetzt aber. So. Hier war ich noch nie gewesen. Da wollte ich mal hin. Wie gesagt, da oben geht's quasi. Ja, das ist irgendwo neben dem Dorf. Ich glaube, ihr habt es schon gesehen. Schon tausendmal dran vorbeigelaufen. Und hier irgendwie mit den Pflanzen, hier gibt es ein Umgebungsrätsel. Weil ich glaube, das kann man auch nur lösen, indem man da so ein Video abspielen lässt. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau. Egal, ich will aber mal gucken, wo es da überhaupt hingeht. Ich brauche noch eine Abkürzung. Ah, okay. Das ist mir auch bekannt. Ach, muss das jetzt sein. Hier hätten wir jetzt eine Abkürzung. Weil eigentlich haben wir für den Plattenspieler unten haben wir schon eine Abkürzung. Aber der Eingang ist dann von der anderen Seite. Da muss man jedes Mal durchlaufen. Obwohl es eigentlich scheißegal ist. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt machen soll, weil. Eigentlich werde ich ja nichts mehr machen. Ich würde mich ja sowieso noch ziemlich lange aufhalten mit den Rätseln da unten am Plattenspieler. Ja, gut, wenn wir schon mal hier sind. Wenn es zu lange dauert, dann breche ich ab. Aber ansonsten versuche es trotzdem mal. So, hier sind drei. Die haben wir alle geholt. Das sieht schon mal gut aus. Das geht so nicht. So, die haben wir auch geholt. Den haben wir auch geholt. Die zwei unten. Den haben wir geholt. Den haben wir geholt. Ja, okay, das geht so nicht. Wir haben zwei, zwei, zwei. Okay, die oben links haben wir auch. Okay, die vier haben wir jetzt auch. Und das haben wir auch. War doch nicht so schwer. Und zwar, jetzt kann ich euch ja zeigen, was für ein Loch im Boden ich gemeint habe. Wo ist denn der jetzt? Ah, hier ist er. Kann ja sowieso nicht runterfallen. Daher. Irgendwo gab es hier Umgebungsrätsel. Jetzt auf jeden Fall ein Endstück. Ist aber auch egal, wie gesagt, die Umgebungsrätsel interessieren mich einfach nicht. Gehen wir zurück zum Schallplattenspieler. Oder Moment, wo geht es eigentlich da nochmal lang?
Ah, okay. Da geht's nicht direkt zum Vorführraum. Hä? Hä? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, wie... Jetzt bin ich aber verwirrt. Haben wir nicht schon 5 Videos? Weil ich habe ja gesagt, fehlen doch noch 2, jetzt raff ich gar nichts mehr. Irgendeins habe ich doch dann vergessen. Da haben wir doch nur 4, was, hä? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Moment, jetzt muss ich ein Foto machen. Hä, das sind doch Dreiecke, das ist doch ein Rätsel. Ich mache jetzt trotzdem mal ein Foto. Aber das ist kein Code für ein Video. Das sind doch jetzt Dreiecke. Ah. Noch eine Nachricht. Beziehungsweise Voice-Aufnahme. Moment. Ich verstehe das jetzt nicht. Ist es... Ich muss nochmal in den Vorführraum gehen, gucken, ob wir doch nur 4 Videos haben. Und ich jetzt... Was ist das jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Also hier kann man es nicht direkt lösen, aber ich gehe mal davon aus, das ist doch wieder ein Code, aber so ein Code-Rätsel, wie auch immer. Machen wir uns das mal an, was da... I thought my voyage had come to its end. At the last limit of my power. That the path before me was closed. The provisions... exhausted. And the time come to take shelter in silent obscurity. But I find that thy will knows no end in me. And when words die out on the tongue, new melodies break forth from the heart. And where old tracks are lost, new country is revealed with its wonders. Ja. Ja, sowieso nichts verstanden. Frag mich jetzt normal. Das war doch immer in den Bunkern solche Art Tresore oder so Kisten, die aufgegangen sind. Da war immer ein Code für so ein Video. Und eigentlich haben wir alle Videos, alle 5 und ein einziger fehlt noch und das ist halt da beim Plattenspieler. Habt ihr auch gesehen, habe ich euch gezeigt. Wo der ist. Deswegen verstehe ich nicht, was das jetzt sein soll. Okay, wo es dahin geht, weiß ich jetzt auch. Das war nämlich das Wüstenlevel, als wir dann das geschafft haben. Habe ich mich ja noch so aufgeregt, dass der Fahrstuhl nach oben gefahren ist. Und ich dann gesagt habe, okay, durch die Tür kommt man nur von der anderen Seite. Jetzt haben wir das hier auch geholt. So, das Umgebungsrätsel haben wir ja auch schon. So, so viel dazu. So, Moment, da können wir ja auch nochmal lang. Ach, da brauche ich ja gar nicht lang zu laufen. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Es geht dann direkt in den Vorführraum. Aber da kann ich gleich mal gucken. Ja, wir haben 5. Moment, ich muss mir das mal anschauen. Das ist sowieso ein bisschen anders. Es sieht aus wie so ein Bienenwabenmäßiges Kreis, sage ich mal, oder wie auch immer. Das, was wir jetzt geholt haben, hat damit ja nichts zu tun. Aber ist das einzige, wo genauso aussieht wie die anderen Codes, wo wir geholt haben in der Box. Aber da ist kein Code für ein Video, sondern so ein komisches Rätsel, was man noch nicht mal lösen kann. Okay, auf ein neues. Nur ruhig bleiben, ruhig. In der Ruhe liegt die Kraft. Ach, ich weiß nicht.
Guck mal, bin ich jetzt total bescheuert? Krieg ich nicht mal das hier hin? Oh, das war jetzt ganz übel. Das hat mich einen Haufen Zeit gekostet. Unnötige... jetzt wollte ich sagen, unnötige Zeit. Ach, übrigens, bei den Rätseln, wo ich mich immer aufgeregt habe, da hat mich übrigens der Martin, Gruß geht raus, auch nochmal drauf hingewiesen. Weil ich ja gemeint habe, manchmal ist es unmöglich. Aber im Moment bin ich mit den blauen quasi oben. Wenn ich hier unten anfange, da kann ich die Farben gerade tauschen. Das habe ich nie beachtet. Ja. So viel dazu. Jetzt habe ich wieder Zeit verschwendet. War ja klar. Es geht auch nicht. Es fängt ja schon wieder geil an. Okay. Nochmal von Anfang. Ich hab schon viel zu viel Zeit verschwendet. Aus. Muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. So. So. Ach Gott. Dann habe ich schon auf Maus umgeschaltet und trotzdem. Oh. Ich krieg wieder die Krise. Ich reg mich jetzt schon wieder auf. Hat es irgendwas mit Intelligenz zu tun oder mit Glück? Hä, bin ich. Na, jetzt sehe ich den Weg erst. Ja, das macht doch gar keinen Sinn mehr. Andererseits kann es auch sein, wenn vorher irgendein Rätsel schwer war, dass die das wenigstens so gut abgestimmt haben, dass die sagen, okay, dann wird später ein Rätsel ein bisschen einfacher. Weiß man ja auch nicht. Was ich natürlich auch wieder bezweifle. So viel Arbeit würden sie sich bestimmt nicht machen. Boah. Ja, ich denke, so stimmt es eher. What? Hä? Was mache ich gerade, wenn ich den blauen hole? Jetzt kommt es mir aber wirklich unmöglich vor. Eher so. Boah, komm. Das geht mir schon wieder auf den Sack. Man kann da einfach nicht ruhig bleiben. Ganz ehrlich, ich werde mich wieder aufregen. Weiß ich jetzt schon. Regt mich jetzt schon auf. Versuch's zurückzuhalten noch, aber. Doch echt kacke. Scheiß Glücksdreck. Ich weiß gar nicht, wieso ich das überhaupt noch mache. Ich glaube, ich spiele das noch, keine Ahnung. Maximal 10 Mal oder so. Versuch es noch oder so. Ich glaube danach. Was? Man kann sagen, was man will, die waren aber nie so schwer gewesen hier. Ach, Mann. Thank you.
das habe ich auch noch ganz vergessen. Zwei hier. Och, macht immer mal. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Ach Mann. Ach Mann, wie stell mich so blöd manchmal an. Das, so schwer war es gar nicht. So, jetzt wieder die Kacke. Klasse. Jetzt haben die natürlich wieder mit Absicht. Ach Gott. Da merkt man, die Rätsel merkt man gleich, wo die das gesperrt haben, wo nicht. Na, super. Die haben es genau überall da gesperrt, wo es nicht gesperrt sein soll. Das ist so scheiße. Da habe ich doch echt wieder keinen Bock mehr. Da habe ich wieder keinen Bock mehr. Einfach nur keinen Bock mehr. Voll die Kacke. Ach, die Musik nervt auch langsam. Ach, Mann. Habe ich mich geil hingestellt. So. Das ist auch wieder so ein Rumgewichse. Wieder gucken, was angegangen ist. Drei. Okay, das war wenigstens einfach. Eins weitergehen sollen, so. So, jetzt mein Lieblingsrätsel hier wieder. Waren das jetzt alle? Natürlich nicht irgendeiner fehlt wieder. Ach, ist das eine Scheiße. Dann auch noch der einfache und den suche ich dann auch noch so scheiße blöd. Oh, jetzt aber. Geh, bleib nicht hängen, Mann. Ja. Super. Gerade jetzt muss das Spiel hängen bleiben irgendwie. Kein Mensch weiß wieso.
Also, wenn ich das jetzt schaffe und ich bin noch beim ersten Lied, dann ist es immer noch gut, so habe ich es mir immer gemerkt. Also das letzte Rätsel dort hinten für das zweite Lied, dann ist man noch gut dabei. Das sieht scheiße aus. Das sieht gut aus. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht. Ich will nimmer. Ich will nimmer. Fällt mir nimmer. Was ist denn jetzt? Ach Mann. Aber ist noch das erste Lied. Bloß keine Hektik. Sag's ja, das ist wieder so ein Bullshit. Da sucht man sich wieder dumm und dappig. Die sind auch nicht leicht. 1, 1, 1, 1. Das war schon falsch. Muss ich noch einen kleinen Bogen machen. So, das war einer. Ich glaube, maximal habe ich mal 3 geschafft. Aber das war dann immer noch nicht zu Ende. Mann, Leute, Leute. Ich verliere die komplette Zeit nur am Rumgesuche. Jetzt wird das Lied schon schnell, also ist nicht mehr viel Zeit. Ach, ist das eine Scheiße. Super, das kann ich ja gerade wieder vergessen. Ja, das ist schon mal falsch. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Das ist so richtig. Oder auch nicht. Das ist so richtig. Super. Ja, das kann ich wieder vergessen.